Mittwoch, immer um 18 Uhr, immer direkt vor dem Kanzleramt. Denn Merkel muss weg. Daran führt kein Weg vorbei. Damit recht herzlich willkommen bei Vor Ort aktuell, heute am Mittwoch, dem 18. August mittlerweile. Und bei Merkel muss weg Mittwoch geht es gleich los, in wenigen Minuten. Und bis dahin schauen wir uns doch nochmal an, was vorgefallen ist von Seiten der SPD, den Grünen, die Linke, SED, PDS und den Antifantinnen bei der Veranstaltung von Andreas Wild am Freitag, dem 13. August, wie dort gestört wurde und was die SPD-Dame Hanna Lupper dazu sagt. Bis gleich in wenigen Minuten. Ich finde es ganz großartig, dass auch der Spontanität es trotzdem geklappt hat, dass hier so viele Leute anwesend sind und auch so viele Leute aus dem politischen Raum, also zum Beispiel sich Katrin Schmidberger und Janan Balram von den Grünen, Elif Erhard von der Linken und auch meine Kolleginnen und Kollegen von der SPD, die heute da sind. Ganz herzlichen Dank, dass das alles so schnell funktioniert hat. Wir wussten ja erst überhaupt nichts von dieser Demo und dann ist es ziemlich schnell, hat auch den gegen Rassismus das Ganze in die Hand genommen und hier eine riesengroße Sause draus gemacht, was ich ganz großartig finde. Ich gehe nochmal ein bisschen weg, weil ich habe das Gefühl, es halt, ne? Vielleicht, bitte? Entschuldigung, ich bin von HDB. Von HDB ist auch noch jemand dabei, genau. Herzlich willkommen, wunderbar. Ich will vielleicht nochmal einordnen, was diese Leute da heute überhaupt verloren haben und was sie hier für eine perfide Nummer durchziehen. Es ist ein besonderer Tag heute, es geht um 60 Jahre Mauerbau. Und hier an dieser Stelle da vorne, wo sich diese finsteren Gestalten aufhalten, lag im Jahr 1962 über eine Stunde lang ein 18-jähriger Mauerlehrling namens Peter Fechter mitten auf dem Todesstreifen. Der wurde niedergeschossen von DDR-Grenzern und dann da liegen gelassen. Weder von der westlichen noch von der östlichen Seite kam irgendeine Hilfe. Und Peter Fechter ist dann ziemlich kläglich verblutet und im Krankenhaus gestorben. Das war damals ein riesengroßer Skandal und eine ganz große Aufmerksamkeit. Und heute gab es eine Gedenkstunde, die würdig versucht hat, an die Toten an der Mauer zu erinnern. Und jetzt kommt hier der Herr Wild und seine üblen Konsorten. Und was machen die? Die spucken auf dieses Andenken. Was die da machen, ist nichts anderes, als auf Peter Fechter und alle, die damals dabei waren, zu spucken und auf deren Andenken wirklich herumzutrampeln und es für ihre menschenfeindliche Agenda zu instrumentalisieren. Es ist absolut widerlich, was sie da veranstalten. Ich darf nicht. Und wir sind heute hier, weil wir überhaupt keine Lust darauf haben, dass Nazis wie die da drüben, man muss sich das vorstellen, das zu schaffen, aus der AfD-Fraktion ausgeschlossen zu werden, weil man zu rechts ist und zu viel NS-Propaganda verbreitet. Das muss man erst mal hinkriegen. Und dass sie hier auflaufen und versuchen, die Geschichte unserer Stadt für ihre Agenda zu instrumentalisieren. Es war nicht der Faschismus, der Peter Fechter zur Flucht bewegt hat und der ihn angezogen hat und warum er versucht hat zu flüchten. Es war nicht die Welt, die diese Gestalten darüber repräsentieren. Peter Fechter wollte in die Freiheit und hat versucht, die Mauer zu überwinden. Und er wollte garantiert nicht so eine Welt, wie diese Leute da drüben darstellen und versuchen, hier uns weiszumachen, dass das angeblich die Normalität sei in Deutschland. Wenn ich diese AfD-Plakate sehe, Deutschland aber normal. Ihr seid nicht normal, ihr seid unnormal, ihr seid ekelhaft, ihr seid völlig fehl am Platz und ihr habt in unserer Stadt und in unserem Kreuzberg hier nichts verloren. Gar nichts. Und Kreuzberg wird sich immer dieser menschenverachtenden Hetze entgegenstellen. Kreuzberg ist bunt, Kreuzberg ist vielfältig. Und wenn hier irgendjemand die Geschichte unserer Stadt repräsentiert, dann ist es diese Versammlung hier. Und ihr seid ein Vogelschiss in der Geschichte, wie meine Kollegin so wunderbar dargestellt hat. Genau das wünsche ich mir auch. Ich wünsche mir, dass ihr ein Vogelschiss in der Geschichte Berlins und ein Vogelschiss in der Geschichte Kreuzberg sind und hier am besten in der Versenkung verschwinden und nie wieder auftauchen. Ja, soweit die Dame von der SPD Friedrichshain Kreuzberg, nicht zu glauben. Ja, und wir hören uns noch ganz kurz an den neuesten sozusagen Hinweisfilm der Kampagne Grüner Mist. Und da geht es unter anderem um Ausländer und Migration. Das Lexikon. Ja,
eine tolle Kampagne. Grüner Mist, nochmal auf die Seite schauen. grüner-mist.de, grüner mit UE geschrieben. So, damit haben wir es, 18 Uhr. Und das heißt, Merkel muss weg, Mittwoch beginnt. Und wir machen den Schwing. Im Hintergrund kommt auch hier schon Boris zu uns. Mit einem gehäckselten Grün. Mit einem Impfwürstchen. Und wir gehen dicht daran. Und Sie, liebe Zuschauer, sind natürlich wieder mit dabei. Selbstverständlich. Nimm den auch gleich. Danke. Und du hältst bitte fest, damit nicht umfällt. Ja, liebe Zuschauer, wir tun uns gerade im Hintergrund nochmal die Kamerabeteiligten, weil wir haben es heute etwas windig in Berlin. Und da heißt natürlich festhalten. Ja, und ich mache wie immer die Anmoderation. Ja, liebe Damen und Herren, recht herzlich willkommen zur Merkel-Bus-Weg-Mittwoch, heute bei der 222. Veranstaltung. Recht herzlich willkommen. Grüße an die Zuschauer zu Hause und natürlich ganz speziell von mir wieder an Franz Wiese, den Brandenburger Landtagsabgeordneten, der hierfür verantwortlich ist. Und wie gesagt, 222. Mal. Und ich darf mich bedanken bei jedem und jeder Einzelnen, die heute wieder vor Ort ist. Auch unsere illustre Heidi ist wieder da. Da sind wir dabei. Und im Endspurt. Es heißt nach wie vor, Merkel muss weg. Moment! Denn Frau Merkel und ihre sozusagen Mitläufer müssen am 26. September abgewählt werden. Und deshalb sind wir hier und deshalb heißt es, Merkel muss weg! 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 Aber vor 26. September! Aber schnell! Ja, wie gesagt, wir haben heute die 222. Veranstaltung. Das ist doch durchaus ein tolles Ergebnis und da unsere Hausmeisterin und der Hausmeister schon mal Ferienübung machen, leider heute ohne Mikrofon, aber ich denke mal, ich bin noch laut genug, die Stimme funktioniert. Ja. Jawohl. Und bald, aber bald geht es denn auch natürlich dann wieder mit Mikrofon weiter. Das sind die Serben, ja. Genau, genau. So. Und zu Beginn von mir natürlich immer spannende Informationen. Und da fangen wir doch mal an. Ich hatte es den Zuschauern bei der Übertragung eben schon gesagt, dort war auch ein Film zu sehen. Wir hatten ja am 13. August eine Veranstaltung mit Andreas Wild. Ich glaube, einige waren auch dabei. Maria hatte leider einen Stummfilm, da konnte man nicht so viel hören, aber man konnte einige sehen. Und ich habe es den Zuschauern schon gesagt, was dort die SPD, die Antifantinnen, die Grüninnen und auch noch weitere sich dort geleistet haben an dem Tag. Skandalös, schreckliche Musikauswahl und dann versuchen diese Veranstaltung, wo auch noch Zeitzeugen und Beteiligte, die zum Beispiel eingesperrt waren zu DDR-Zeiten, bei Andreas Wild waren, das zu stören mit über 110 Dezibel.
Also da zeigt es doch wirklich, was da Sache ist. Und die Frau Bayram von den Grünen und auch andere, ja, wir sind ja dort nichts anderes gewohnt. Das ist Friedrich sein Kreuzberg. Ich darf noch mal daran erinnern, wir haben immer noch in Berlin die Maskenpflicht und auch noch 1,50 Meter Abstand. Das ist auch zu beachten. So, die Gegenveranstaltung muss. Ich sage es nur, ein Blick nach links für euch, das ist wie gesagt. So, als zweitens haben wir zwei interessante Veranstaltungen und zwar am Samstag. Das ist einmal die Kundgebung in Lübben, 21. August, ab 11 Uhr am Markt 1. Und dort in Lübben am Samstag, dem 21.8. Ich bitte mal Boris und Kollegin, bitte etwas leiser. Dort, wie gesagt, am 21.8. ist die Veranstaltung um 11 Uhr am Markt 1. Und dort zu Gast Tino Schropalla, Alexander Gauland und Birgit Bessin. Ist es bei Spreewald da? Das ist in der Nähe des Spreewalds, Samstag, 21. August. Ich fahre morgen gleich. Ja, dann wird das ja passen. Darf auch im Hintergrund Christian begrüßen. Und der zweite Termin ist ebenfalls am Sonnabend, und zwar 21. August. Um 16 Uhr, denn in Senftenberg, dort der Markt vor dem Rathaus. Dort unter anderem dabei ebenfalls Tino Schropalla, Dr. Alexander Gauland, Birgit Bessin, Andreas Galau und andere. Zu der Veranstaltung mit Björn Höcke in Eberswalde kommen wir gleich. Guten Abend. Guten Abend, die Polizei. Ja, wissen Sie. Sie noch können wir lesen. Wir stellen die eine Versammlung da. Ja, die andere ist Niedersachsen. Das sind Niedersachsen. Aus Osnabrück sind die. Die haben mich gestern festgenommen. Wenn wir dann eine Demo ausgestoßen. Das können wir doch mal in die Schulpower zeigen. Wir sind nämlich heute die 222. Veranstaltung. Lass doch mal rüberschwenken. Ja. Und das werden wir Sie natürlich noch informieren. Vermutlich ist das hier. Ja, vollkommen richtig. Alles in Ordnung. Nee, das ist nicht die für uns zuständige. Sondern ist hier Einsatz. Das ist eine extra Veranstaltung von der Einsatz. Wir haben auch einen maskierten Reifen, das ist der. Mit dem blauen Ende. Das mit Mann, da hat er auch viel Abstand gemacht. Ja, ja, und das kotzt mich an, ja. Das kotzt mich sehr. Erst einmal. Merkel muss weg! Dazu auch noch Merkel muss weg! 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 Das passt. Also bei Bayern kann man knutschen, aber bei Gittenburg. Das können Sie nicht, das ist auch von mir.
Vielen Dank. Ja, alles soweit geklärt? Dankeschön. Ganz Grüße an die Polizei in Niedersachsen. Ja. Und ich wünsche der einen Dame und die Herren. Aber immer auf die Unschuldigen. Ne? Danke. Tschüss. Unschuldige Leute. So, bei uns geht es jetzt weiter. Nette Polizei heute mal aus Niedersachsen. Und wir machen weiter mit den Terminen. Also ich war stehen geblieben bei den zwei Veranstaltungen. Wiederhole nochmal, auch für alle, die uns zuschauen. Auch hier beim tollen Kanal Berlin, Infokanal Berlin, der heute auch zugeschaltet wie immer ist. Also 21. August, 11 Uhr in Lübben, das ist die erste Veranstaltung, und 21. August in Senftenberg am Rathaus, dort der Markt, das ist die zweite Veranstaltung. Und jetzt kommt's, die spannende dritte Veranstaltung. Ich hatte es eben schon, bevor die Polizei die Kontrolle gemacht hat, schon gesagt. In Eberswalde, Björn Höcke, Alexander Gauland, Birgit Bessin, Roman Kuffert, Hannes Gnauk, René Springer aus dem Bundestag und Daniel Freiherr von Lützow. Eberswalde, 22. August, dort auf den Marktplatz. Ja, dann auch noch die Termine in Pegida oder für Pegida. Noch als Information, wie er in der Nähe ist, 236. Veranstaltung, Montag, 30. August, 18.45 Uhr, dort auf dem Altmarkt. Und die 237. Veranstaltung, Montag, 13. September, 19.15 Uhr, Hauptbahnhof, und dort auch denn mit Björn Höcke und Jens Meyer. Ja, kommen wir gleich zur aktuellen Sachen, Stichwort Afghanistan. Wer hat es mitbekommen, gestern hier vorm Reichstagsgebäude, da war doch einiges los. Resan, was sagst du dazu? Ja, die haben mich da weggejagt. Oh, also Resan durfte gar nicht mitmachen, obwohl du ja eigentlich... Ich habe erst mal was gesagt, ja, und so weiter, und dann kam einer, hat mich weggeschubst, so Holocaust-Leugner, ja, und dann hat mich hingeschmissen, dann kam die Polizei. Also, obwohl du ja eigentlich fast Landsmann bist bei der Iran. Ja. Iran oder ja, Iran? Klar, Iran? Iran ist ja gar nicht so weit weg. Genau. Wir kommen gleich noch dazu. Also finde ich ja nicht gut, wenn man da Resa sogar schon sozusagen dort umhaut. Denn noch als drittes, wir kommen noch zu sprechen. Wir haben ja immer, was macht Frau Merkel? Die war natürlich heute bereits hier schon hinter uns wieder im Gebäude. Könnte auch jetzt noch da vor Ort sein. Und zwar war ja heute Vormittag, wie immer mittwochs üblich, die Sitzung des Bundeskabinettes. Und danach hatte Frau Merkel von den Ärztinnen und Ärzten des öffentlichen Gesundheitsdienstes eine Auszeichnung bekommen. Und des Weiteren begrüßt heute noch, oder hat vielleicht schon, die Frau Merkel den neuen hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina, Bundesminister AD Christian Schmidt, und sein Vorgänger in diesem Amt, Valentin Insko, zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt. Dieser Herr Schmidt, der Name sagt noch was, trat am 1. August das verantwortungsvolle internationale Amt mit Unterstützung der Bundesregierung an. Ja, morgen denn am 19. August, auch wieder interessant, Frau Merkel besucht Gießen und Marburg, und in Hessen besichtigt sie dann das Liebig-Museum, also was sich in Gießen befindet, und das Mathematikum. Anschließend geht es dann weiter zur Impfstoffproduktion von BioNTech in den Behring-Werken in Marburg. Und auch noch diese Woche volles Programm für Frau Merkel. 20. August Reise nach Moskau. Und am 22. August, Frau Merkel besucht die Ukraine.
Ja. Ja, vermutlich. Ja, und was uns ja auch schon zu Ohren gekommen ist, dafür mache ich keine Werbung, aber ich sag's mal, am 4. September gibt es in Berlin wieder die Unteilbar oder wie wir sagen, die Unheilbar-Demo. Ja, das auch noch als Vorschau so zu sagen. Spannende dann auch noch, wie gesagt, diese Besuche, einmal wie gesagt 20.8. Moskau und Ukraine am 22.8. und eine Bundestags-Sondersitzung, denn nächste Woche am Mittwoch ab Mittwoch, den 25. August ab 12 Uhr wie immer im Bundestag, also im Reichstagsgebäude im Bundestag. Ja, unser Uwe hat mir gerade was in die Hand gedrückt, ja. Aber das ist sozusagen nicht von Uwe, sondern das ist ein Fundstück. Und zwar, das zeigen wir einmal hierhin und auch einmal dahin. Und zwar stehen ja die Buchstaben drauf, FCK AFD, und unten ganz in Mini-Ding drunter, die auch schon uns am Freitag aufgefallen ist, wählt die Partei. Sie ist sehr gut. Ja, also große neue Einfälle hat die Partei in dem Sinne auch nicht. Ja, ganz klein. So, was haben wir noch? Ja, soweit wie gesagt die Termine. Die haben wir damit durch. Ja, dann gibt es von mir eine Nachricht. Teilweise noch unbestätigt, aber wer hat es gehört? Gestern war ja eine Veranstaltung, das ist auch mal für Heidi, ob ihr das auch schon gehört habt. Gestern am 17. August soll ja eine Veranstaltung in Freiberg in Sachsen gewesen sein. Und dort bei dieser Veranstaltung mit Herrn Kretschmer von der CDU sollen von der Fahrkolonne, also ein Personenschützer saß am Steuer, nicht Herr Kretschmer selber, dort in Freiberg eine Polizistin über- bzw. angefahren haben. Hat das schon jemand mal gehört? Alles gibt schon. Aber man hat es noch nicht wirklich in den großen Nachrichten gehört. Ja. Also wenn da so eine Polizistin, so eine Jüngere, komplett über das Bein überfahren worden ist, man hat es ja noch gesehen, sie musste weggetragen werden. Skandalös, was da doch wirklich vor sich geht. Von dem Fahrzeug, wo Herr Kretschmer drin saß, beziehungsweise eins des nachfolgenden Autos. Also das war dann ein Personenschützerauto, was dort sozusagen Leute abgehalten hat, näher zu kommen, also ganz normale Bürger. Und dabei ist eine Polizistin sozusagen unter das Auto gekommen. Verletzt. Die Menschen wollten dort sozusagen gegen Herrn Kretschmer protestieren. So, weitere Meldungen. Ja, das ist einmal, bevor ich zu dem wichtigen Thema Afghanistan komme, Lokführer. Es ist ja wieder angekündigt, nach der letzten Streik sozusagen, dass es die Tage wieder weitergehen soll, dass da wieder was in Anmarsch ist. Und da wollen wir uns doch mal, weil das letzte Woche bei den Zuschauern auch zu Hause so gut ankam, mal informieren, was denn so ein Lokführer für Gehalt bekommt, unter anderem bei der Deutschen Bahn und auch bei Privatbahn. Und da würde ich doch mal sagen, mache ich wieder eine kleine Fragerunde und da schauen wir mal, was die Heidi dazu sagt. Was würdest du denn meinen, bekommt ein Auszubildender bei der Bahn im ersten Monat? Im ersten Lehrjahr. Im ersten Lehrjahr. 800? Hm? 800. Auch 800? 1,5. Ich glaube, ich habe es gelesen. 1,100. Das ist fast die richtige Antwort. Es sind circa zwischen 1.000 und 1.100 Euro pro Monat. Das bekommt ein Lokführer in der Ausbildung mit der Fachrichtung Lokführer und Transport, Betriebsdienst und Ähnliches.
Mit weniger als drei Berufserfahrungsjahren liegt das Einstiegsgehalt denn bei 23.000 Euro brutto pro Jahr. Und das durchschnittliche Gehalt bei Lokführern liegt bei 3.120 Euro brutto pro Monat. Davon muss er noch so einiges ernähren. Also demzufolge, bei diesen riesenhohen Fahrpreisen, sind das noch kleinere Summen, was dort die Lokführer bekommen. Bei dem Gehalt gibt es noch große Unterschiede. Ein Lokführer bei der Deutschen Bahn wird tariflich bezahlt und verdient 3.180 Euro pro Monat. Ein S-Bahn-Lokführer bekommt lediglich 2.870 Euro, also 310 Euro weniger. Der Maximalverdienst eines Lokführers liegt bei 3.595 Euro pro Monat. Je länger der Lokführer im Geschäft ist, umso besser sind seine Gehaltsaussichten. Wer 4 bis 9 Jahre Berufserfahrung mit sich bringt, kann bereits bis 38.000 Euro im Jahr bekommen. Wer über 20 Jahre Berufserfahrung vorweisen kann, darf sich jährlich über ein Durchschnittsgehalt von rund 43.000 Euro freuen. Lokführer verdienen in der Schweiz am meisten. Berücksichtigt man allerdings die Lebenshaltungskosten, ist Spanien das Land, in dem es Lokführern am besten geht. Ein Lokführer bei der Schweizer Bundesbahn bekommt 5.050 Euro im Monat, während ein Lokführer der österreichischen Bundesbahn nur 2.840 Euro erhält. Im nationalen Vergleich ist die Arbeit eines Lokführers in Deutschland jedoch dennoch recht gut bezahlt ab längerem dabei sein. Aber nicht gegenüber den Vorstandsgehältern. Nicht, das noch ganz das wichtiger Einspruch, genau so ist es. Die da sagen wir genau wie Sie, pfui, die Vorstandsgehälter bei der DB sind viel zu hoch. Da hat der Mann mit der roten Jacke vollkommen recht. Und wir wissen es ja, als Kunden der Bahn oder als sonstige Käufer, die nächste Preiserhöhung kommt es wieder. Und gewisse Preisermäßigungen für die Fahrgäste, wie damals die Wochenendkarte, wo noch 5 Personen mitfahren konnten, für 15 D-Mark im Übrigen. Und 2 Tage. Und 2 Tage gültig. Ja. Das wurde ja schon lange abgeschafft. Und auch weitere Vergünstigungen schon lange weg. Und wenn man es wie Ostsee-Ticket, was noch? Früher gab es das Gute-Abend-Ticket bis 2002 noch, wo man von 19 bis 2 Uhr morgens Fernverkehr fahren durfte, solange wie die Zeit. Wochenend-Ticket hat er schon gesagt. Das sind so die 3 wichtigsten Fahrkarten. Quer durchs Land. Das gibt's noch, ist aber verhältnismäßig unverhältnismäßig teuer. In dem Sinne vollkommen zu Recht, die Gehälter dort viel zu hoch bei der Deutschen Bahn. Und teilweise wird ja auch gesagt, deutsche Blödheit. Weil wenn man sich die Bahnhöfe anguckt, die Verunstaltung und so weiter, ist das ja keine Verbesserung. Ja, kommen wir jetzt zu weiteren Ereignissen und ich komme gleich zum Thema Afghanistan. In Spanien haben wieder über 150 Personen dort die Exklave Melilla in Nordafrika, also aus der spanischen Exklave Melilla in Afrika eingedrungen. Und wie die spanischen Behörden mitteilten, versuchten rund 150 Menschen am frühen Morgen über die Absperrung zu klettern. 57 davon sei es gelungen, auf das spanische Gebiet zu gelangen und damit in die EU. Vor rund einem Monat waren am 22. Juli mehr als 200 Ausländer aus Marokko nach Melilla gelangt. Und Melilla und Ceuta, das ist ebenfalls eine weitere spanische Exklave in Nordafrika, sind die einzigen Gebiete mit Landgrenzen zwischen der EU und Afrika. Ja, kommen wir nach Afghanistan. Da frage ich mich persönlich als allererstes, wieso tritt man denn in den öffentlich-rechtlichen
Sendern oder auch in unserer Presse nicht von Talibanen und von Talibaninnen sprechen. Das ist euch schon aufgefallen? Doch sehr verdächtig, ne? Dass dann davon so nicht gesprochen wird. Ja, wir haben es ja alle mitbekommen. Die Taliban erobern dort gut ausgerüstet und sonst wie mit Toyota-Fahrzeugen, was sie ja dort von den US-Standorten mehr oder weniger übernommen haben oder sich dort besorgt haben, die ganzen Großstädte. Und jetzt kommt's, was fordert die Frau Baerbock von den Grünen? Die fordert eben nicht nur die Aufnahme von den dort Bediensteten, was man ja durchaus noch sagen kann, da ist zu helfen, sondern Frau Baerbock ist für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan. In Afghanistan spitzt sich mit dem Vormarsch der Taliban die Situation dramatisch zu, so die Grünen und Grünen Kanzlerkandidatin Baerbock will bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Land nicht auf die EU warten. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock fordert die Aufnahme von Kontingenten afghanischer Flüchtlinge in Europa, den USA und Kanada. Also sie möchte dann auch gleich anregen, was in USA und Kanada gemacht wird. Man müsse sich jetzt darauf vorbereiten, so Baerbock, dass weitere Menschen in so einer dramatischen Situation ihr Land verlassen müssen, sagte sie im Deutschlandfunk. Dabei dürfe Deutschland nicht warten, bis sich... Wir haben schon etliche, genau... Nochmal zurück zur Baerbock. Dabei dürfe Deutschland nicht warten, bis sich alle 27 EU-Länder einig seien. Es gelte, sich mit den europäischen Ländern zusammenzuschließen. Die wollen vor allen Dingen mit den Amerikanern und den Kanadiern, damit wir klare Kontingentregeln gemeinsam vereinbaren. Ja, ich würde sagen, Frau Baerbock. Stellen Sie Ihre Wohnung zur Verfügung und Ihr Geld, ja. Und Ihr Geld und machen Sie mit Beispiel voran. Und Herr Spahn möchte Sie gleich, das hat er gleich dazu gesagt, Herr Spahn möchte die Afghanen sofort impfen. Ja, mal sehen, ob Sie denn das mit sich machen lassen. Und jetzt kommt's, wo man wirklich nur noch sagen kann, irre, und zwar irre CDU, denn Norbert Röttgen, hier fliegt auch schon ein Hubschrauber. Norbert Röttgen von der CDU fordert doch tatsächlich einen Bundeswehreinsatz gegen die Taliban. Also ist ja vollkommen irre. Ja. Also es ist wirklich nicht nachzuvollziehen, was diese CDU, jetzt die jetzige CDU von sich gibt. Und das ist noch jemand, der der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag ist, dieser Norbert Röttgen. Der ist ja, glaube ich, Mitglied bei der Atlantikbrücke. Mm-hmm. Der fordert, wie gesagt, nun ein Eingreifen des Westens ausdrücklich unter Beteiligung der Bundeswehr. Der CDU-Politiker Norbert Röttgen fordert ein Einschreiten des Westens und der Bundeswehr gegen die in Afghanistan vorrückenden Taliban. Man darf nicht dabei zuschauen, wie Menschen, die uns lange verbunden waren, von den Taliban abgeschlachtet werden, wie Mädchen und Frauen alle hart erkämpften Rechte wieder verlieren, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Tatenlosigkeit angesichts des Taliban-Vormarschs wäre eine massive Selbstbeschädigung unserer Glaubwürdigkeit, warnte Röttgen. Wir sagen, CDU ist unwählbar und der Röttgen soll mal hingehen zu den Talibaninnen. Da kann er mal selber gucken, was er da so machen kann. Ja, es geht gleich weiter mit der CDU, nachdem ich ja die SPD sozusagen letztes Mal vorgestellt hatte, machen wir heute weiter mit der CDU. Wir haben es allerdings 18.30 Uhr und das heißt wieder für die Roswitha-Maske runter und die Nationalhymne.
Belegt singen mit den Nationalen. Ich kann meine Tasche. Und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Hallo Uwe. Ja, grüß Gott, Klausi. Ich muss dich nochmal nachher fragen. Machen wir. Kommen wir noch mal zurück, bevor wir zur CDU noch mal kommen. Es gab ja jetzt Bilder von US-Evakuierungsflieger, also Flugzeugen, wo unter anderem 640 Afghanen in einem einzigen Flug dort mit dabei sein, mitgenommen worden sind sozusagen. Und ohne Maske. Ja. Man hat es gesehen, ohne Maske. Ja. Und auch hauptsächlich wieder nur junge Männer. Und ich glaube, dazu wollte der Boris, auch noch was sagen, Stichwort Afghanistan. Ich würde denn mal übernehmen. Hm? Ich muss mal auf Aufnahme drücken, aber kennst du dich aus, ne? Jo. Ja, Thema Afghanistan. Also, ich meine, ich weiß ja nicht, das hat ja jeder von uns auch mitverfolgt, was da passiert ist jetzt die letzten Tage, die letzten drei Wochen. Was erstmal wieder zu konstatieren ist, es gab mal wieder ein Staatsversagen. Ne? Also ein eindeutiges Staatsversagen, muss man sagen, weil die wurden ja Wochen vorher gewarnt und niemand hat wieder mal reagiert und wie das Kind im Wasser gefallen ist, war es zu spät. Das erstmal dazu, aber was man noch sagen muss, die Taliban, die sind im Moment sehr handzahm, muss man sagen. Also die versuchen sich politisch zurückzuhalten. Aber man muss eben auch aufpassen, was jetzt die nächsten Wochen und Monate passieren wird in Afghanistan. Faktum ist, dass die erstmal ihr Land erstmal befreit haben, national. Das ist erstmal, die haben erstmal alle Besatzungsmächte rausgeworfen und haben erstmal gesagt, wir sind jetzt erstmal hier für uns, wir machen erstmal unseres. Also das ist das, was ich erstmal persönlich mitbekommen habe jetzt über die Medien und so weiter, über Afghanistan. Naja, Medien sind Internet halt aus, muss nicht immer unbedingt ARD und ZDF sein. Das könnte auch für den Irak gelten. Also die Iraker denken auch, ist ja alles rauszuwerfen. Hab ich ja Nachrichten gesehen. Ja, zumindest ist es durchaus nicht verkehrt, dass dort sozusagen Landesfremde auch das Land dort durchaus verlassen. Das finde ich durchaus sinnvoll. Angestoßen ja damals noch von Donald Trump. Mhm. Genau wie Deutschland und die USA hat in diesen Ländern im Nahen Osten und im Orient niemand was verloren, wenn er nicht von dort ist. Sag ich mal so ganz kurz und knapp zusammengefasst. Mhm. Nur verbrannte Erde hinterlassen. Ja. So ist es. Genau. Ja, und was dort ja auffällt, viele von den Taliban-Kämpfern fahren dort mit den Toyota-Autos. Und das fällt auf, dass die Taliban in fast allen ihren Videos mit dem Geländewagen der Firma Toyota und Ford unterwegs ist. Hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt, warum das so ist. Und zwar ist das durchaus, weil dort die USA zwischen 03 und 0, also 2003 und 2011 lieferten die USA mit Hilfe der in Thailand angesiedelten US-Firma RMA Group sage und schreibe 35.000 militärisch aufgewertete Geländeautos vom Typ Ford Ranger für die afghanische Armee. Also die wurden schon mal die afghanische Armee damit unterstützt. Und die Streitkräfte dort von den USA
haben sogar noch in diesem Jahr lieferte die USA den afghanischen Streitkräften neue Einsatzfahrzeuge aus. Bei einer Lieferung im Februar diesen Jahres unter anderem 43 weitere Ford Ranger. Doch nicht nur Ford wurden von der RMA Group und anderen Firmen im Auftrag der US-Regierung nach Afghanistan verschifft. Auch Toyota Hilux, ein Geländefahrzeug, das aufgrund seiner internationalen Geländegängigkeit und Konflikteignung mittlerweile als Liebe der Rebellen und Hölle auf Rädern gilt. Und das kommt dort auch sozusagen zigfach vor von bei diesen 35.000 Autos, die dort geliefert wurden. Vor allem die afghanische Polizei, aber auch die Armee benutzten diese Toyota- und Ford-Autos, um sich im schwierigen Terrain des Landes von einem Stützpunkt zum anderen zu bewegen. Und genau diese Stützpunkte wurden in den vergangenen 4 Wochen zu Hunderten von den Taliban überrannt. Folge: die zigtausend Ford und Toyota der afghanischen Sicherheitskräfte wurden zu Terror-Jeeps der Taliban, mit denen sie ihren Siegeszug durch Afghanistan scheinbar unaufhaltsam fortsetzen. Da werden dann keine Pferde eingesetzt, sondern diese Autos. Und wie man ja auch sieht, bis oben oder bis zu den Zehen bewaffnet mit Hochfeuerwaffen und so hochgefährlichen Feuerwaffen und sonstigen. Zu den erbeuteten Ford und Toyota kommen auch noch weitere Autos. Auch die Taliban eroberten schätzungsweise 1000 Stück, wo bereits Maschinengewehre und sonstiges installiert sind auf diesen Autos. Ja, also da wissen wir mal, woher das dort kommt. Wieso denn unter anderem die dortige Taliban und Talibaninnen so ausgerüstet sind. Und da ist doch wirklich überall dort sozusagen hochgerüstet bis sonst was. Und da würde ich mal einen Einwurf machen. Peter Schollatour hat früher mal ein Buch geschrieben, als die USA in Afghanistan eingerückt sind. Da hat er das Buch geschrieben, Weltmacht im Treibsand. Und das ist heute haben wir es erfüllt. Genau so ist es. Das vorher gesagt. Genau so ist es. Danke für den Hinweis. Und die Toyota-Fahrzeuge, die kennen von ISIS-Leute, ne, im Irak, als sie noch die Macht hatten und das Volk terrorisiert haben. Ja. Das heißt, die Amerikaner treiben überall ihren Terrorismus und hinterlassen verbrannte Erde, bringen Menschen um, dann bauen die ab und dann lassen die alle alleine da. Im Endeffekt wie der Vietnamkrieg, ein überflüssiges Blutvergießen und das hat im Endeffekt überhaupt nichts gebracht, denn die sozusagen die schöne Demokratie ist dort nämlich nicht gewöhnt. Amigo! Ja, da kann man durchaus nochmal auf Deutsch sagen, Ami nach Hause. Ami nach Hause. So, machen wir weiter mit weiteren Sachen. Ja, der Biden wieder noch mehr Soldaten nehmen. Es gab interessante Meldungen noch von Herrn Altmaier. Wer hat es gehört? Der will Warnhinweise auf Impfeinladungen. Altmaier sagte, jedem muss klar sein, wenn ich mich nicht impfen lasse, bin ich in Lebensgefahr. Vielen sei die Gefahr nach wie vor nicht ausreichend bekannt. Altmaier weiter. Ich denke, so ähnlich wie dies auch auf Zigarettenpackungen schon heute der Fall ist, sollten wir deutlich die Risiken benennen. Als Beispiel nannte er einen Hinweis, wie Corona tötet, der mit der Impfeinladung verschickt werden könnte. Und da habe ich auch noch was. Bitte schon nicht so unbeobachtet meine Tasche da stehen lassen. Da ist nämlich noch Wichtiges von der SPD. Achso, lass dich auch impfen, bitte. Was Wichtiges von der SPD? Ah, bitte, gebe ich dir 3 Jahre. Und gab's eine Bratwurst? Welche? Bratwurst? Ihr seid alle richtig behindert. So, die Dame mit dem Mittelfinger, da wissen wir, was sie zu Hause gerne macht. So. Zum Impfen sage ich nur. Bevor ich zur CDU komme,
Bevor ich zur CDU komme, kommen wir noch mal zur SPD. Draufhalten. Ja, sehr gut. Nimm die Kamera aus. Die sind jetzt öffentlich hier. Sie sind hier bei uns. Sie sind hier bei uns auf der Demonstration. Und damit stimmen Sie. Wieso kommst du mir mit? Kommen Sie mir nicht so dicht. Wieso? Ja. Und tun Sie mir bitte nicht. Ja, komm du mir nicht so dicht. Komm und wir sitzen uns. Wir sitzen uns. So was wollen Sie sagen? Der Mittelfinger ist eine Beleidigung. 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 Und ich bitte Sie jetzt, die Veranstaltung zu verlassen. Und tut euch nicht provozieren lassen, das will sie nur. Ich will ja nur. Ja. Ja, und das ist schon wieder eine Beleidigung. Das war der Mittelfinger. Und wenn jetzt noch die Hose runterrutscht, ist das amüsant. Es ist ja immer noch Sommer. Immerhin ist es ja denn nicht kalt für Sie. So, also das hat man mittlerweile auch noch nicht. Da muss der Teilnehmer auch mit beheißen. Die Figur ist nicht interessant. Also jetzt werden auch noch die Hosen runtergelassen. Beim Kanzleramt von illustren Damen. Ja, hier wird gerade gerufen, es könnte sich um sexuelle Belästigung handeln. So. Leute, das geht nicht, weil hier sind doch Kinder. Ich hab da gleich mal Anzeige. Wekel muss weg! 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 Merkel muss weg! Ja gut, mit der Hose runter könnte schon für viele öffentliches Ärger sein. Vielen Dank. So macht es die Polizei richtig, genau. Ja. So, die Dame hat das Richtige schon in der Hand. Ja, könnt ihr sie aufstehen? Sie waren ja schon öfter bei uns dabei. Okay. Halten Sie einfach mal hin ins Bild. Hier, so ein Ding. Das hat man heute im Briefkasten gefunden, geimpft, geschützt, Leben gerettet. Und was es sich dort handelt, ich habe das nämlich auch. Wir schwenken hier mal rüber. Müll. Ja, bevor wir zur CDU kommen, wie gesagt, schauen wir uns hier noch mal einiges an. Herr Müller, wer hat das bekommen? Bisher noch nicht. Ich habe hier noch genügend dabei, da könnt ihr euch mal informieren. Habt ihr schon bekommen. Und zwar, das ist auch noch gut, das kannst du dann ja noch mal ins Rein zeigen. Lisa, kennst du das? Ich will ja hier keine SPD-Reklame verteilen, aber wir tun mal die SPD-Reklame durchaus nochmal. Auf jeden Fall, jetzt verteile ich SPD-Reklame. Und zwar schreibt, bitte mal merken, wir kommen gleich drauf, und zwar schreibt dort nämlich der regierende Bürgermeister, Herr Müller, konkret alle Bürger an, unter der Überschrift, ja, hier erhalten Sie Hilfe, weitere Informationen und die Adressen und Kontakte der Berliner Impfzentren. Das hier in 6 verschiedenen Sprachen. Und dann schreibt er, wichtige Informationen des regierenden Bürgermeisters von Berlin, also auch wieder alles bezahlt von Steuergeldern. Liebe Berlinerinnen und Berliner, Sie haben Großartiges geleistet. Gemeinsam haben wir die Pandemie zurückgedrängt und uns dadurch wieder viel ermöglichen können. Doch
Wir wollen unsere Normalität und Freiheit zurück, und zwar dauerhaft. Jetzt kommt's. Genau so ist gut. Der beste und sicherste Weg dorthin ist die Impfung. Deshalb wende ich mich heute persönlich an Sie mit der Bitte, lassen Sie sich impfen. Niemals. Niemals. Genau, freie Meinungsäußerung. Und denken Sie auch an die so wichtige Zweitimpfung. Wir haben es ja schon gehört, im September kommt die Drittimpfung. Ja, genau, genau. Ja, sofort, Roswitha. Und denken Sie auch an die so wichtige Zweitimpfung. In den Impfzentren brauchen Sie dafür keinen Termin mehr. Einfach vorbeischauen, sich impfen lassen und sich selbst und andere schützen. Tun Sie das für sich, tun Sie das für alle Berlinerinnen und Berliner, für Solidarität und für unser aller Freiheit. Auf Sie kommt es an. Mit herzlichen Grüßen, Michael Müller, regierender Bürgermeister von Berlin. Das war eine Postwurfaktion. Das war eine Postwurfaktion für alle Berliner. Er hat hier den passenden Zettel. Der Impfstoff wird an uns getestet. So sieht's aus. So, kommen wir zur CDU. Ich hatte es euch ja versprochen. Da gibt es jetzt zum Beispiel, wie man das nur von den Linken kennt, zum Beispiel so ein hübsches Plakat mit lauter Händen. Und da steht dann drauf, jetzt Mitglied werden im Team CDU. So sieht das aus. Und sowas sieht man sonst eigentlich bei den Linken. Also scheinbar haben sie das von denen dort übernommen. So. So ist es, so ist es. Ja, so viele amerikanische Militärbasen. Wie kriegen wir die raus? Und ich beginne, bevor ich euch nämlich ein interessantes CDU-Plakat zeige, noch mit der Aussage von unserem Büro. Ich bin mal um etwas Ruhe da hinten, sonst bin ich ja nicht mehr zu verstehen. Ja, wir stehen hier am Gulli. Das Gulli stinkt. Wir rutschen mal ein Stück rüber. So. Stopp! Okay. Also hier ist sozusagen das Gulli stinkt. Und zwar unser berühmter Pavel Ziemiak, den kennt man ja. Und zwar ist das von der CDU, der hat geschrieben, auf seiner Twitter-Seite, zu fairem Wahlkampf gehört es, auch das Wort zu ergreifen, wenn es nicht gegen die eigene Partei geht. Der Dreck, der aktuell von AfD und NPD-nahen Kreisen über die Grünen ausgegossen wird und mit einer Plakatkampagne befeuert wird, ist widerwärtig. Volle Solidarität. Und da schreibt er noch mit Michael Kellner. Also nicht Tim Kellner, sondern Michael Kellner. Und das hat er ja gemacht wegen dieser tollen Kampagne Grüner Mist. Und die ist ja auch wirklich ganz hervorragend. Die nämlich dort sagt, was denn da vor sich geht bei den Grünen. So, ich habe es euch ja noch versprochen. Naja. Heute habe ich mir mal besorgt, nachdem wir ja schon die SPD hatten, das offizielle Heft der CDU. Und bei der CDU heißt es nämlich Team CDU. Und wie man da drauf sieht, Herr Laschet. Und da schauen wir doch mal rein, was wir da so finden. Und zwar, also mich wundert hier schon mal, dass es halt nicht Gruppe heißt, sondern wieder mal Team. Fängt ja schon mal an. Und was ja auch bei der CDU auffällt, es ist alles so, als ob man durch irgendwelche Löcher guckt. Das sind alles so runde Kreise. Also sehr verdächtig, wer da die Gestaltung ist sozusagen. Also das sieht doch sehr merkwürdig aus. Und wenn man hier weiter durchblättert, wird es auch noch merkwürdiger. Und zwar gibt es dort ja einiges. Zum Beispiel auf der Seite 28. Was wird bei der CDU empfohlen? So funktioniert die Briefwahl.
Roswitha, Roswitha hat es richtig gesagt. Nein, danke. Das kann ich auch nur zustimmen. Wahlbeobachter werden selber zur Wahl gehen und auch 18 Uhr in der Wahlkabine schauen, wie die Stimmen dort ausgezählt werden. Also bei der CDU gibt es Informationen zur Briefwahl. Dann gibt es nochmal den gleichen, und zwar der Macher. Lusche. Wer ist jetzt schnell auf Draht? Ich würde es umbenennen auf der Lacher. Der Lacher, ganz Lacher. Genau. Das ist nämlich nicht der Macher, das ist der Lacher. Das haben wir ja in Ahrweiler gesehen. Da ist im Übrigen jetzt der Landrat von der CDU zurückgetreten. Und auf einmal ist er angeblich krank. So, was haben wir noch? Genau. Hat man hier für unsere Zuschauer das auch? Also wie gesagt, der Macher, eher der Lacher. Genau. So. Ja. Dann gibt es gleich eine illustre Anzeige von EN Baden-Württemberg, ENBW, und was haben wir da? Windräder. Ja. Also im offiziellen CDU-Heft gleich Werbung für Windräder. Parteispende. Ja, genau. Ja. Vermutlich. Ja, genau. Nicht vermutlich, habe ich gesehen. So, was haben wir noch? Da ist er auch wieder. Es geht darum, wer unser Land führt. Und wer sitzt da wieder? Der illustre Pavel. Ja. Wir haben extra Bäume gefällt. Ja, und wenn man sich da so durchblättert, wie gesagt, da ist nichts mehr von der alten CDU übrig. Und ja, sehr verdächtig. Keine. Jo. Smileys mehr. Wo hast du das jetzt hin? Das kannst du auch gerne wieder machen. Machen wir wieder am Schluss, ja? Ja, noch 10 Minuten haben wir noch. So, wir haben noch 10 Minuten. Es gibt gleich noch eine Buchvorstellung. Letztes Mal gab es im Übrigen auch einen Kommentar. Derjenige hat sich gefreut. Muss ich dir mal schicken oder so? Man muss ja selber mal gucken, wo du da warst. Der hat sich gefreut, dass man gemeinsam hier auch tolle Hefte vorstellt. Also dieses monatliche oder zweimonatliche Heft, was du da hattest. Genau. Jo, Kurzmeldung noch. Also nachdem wir festgestellt haben, die CDU ist unwählbar. Die ganze Altpartei ist unwählbar. Und auch viele andere, ganz genau. Habe ich noch zwei Sachen zum Schluss. Und zwar einmal nach den Sommerferien in Sachsen. Klassenausflüge ins Impfzentrum Dresden. Um das Impftempo im Freistaat zu erhöhen, sollen Schulen in Sachsen nach den Sommerferien Klassenausflüge in Impfzentren anbieten. Obwohl die Sächsische Impfkommission eine Impfung von Kindern ab 12 Jahren gegen das Coronavirus empfiehlt, spricht sich, so, das war eine lustige Fahrradfahrerin, Vorsicht mit dem Poller. Was hatte sie gerufen? Hui. Naja, vielleicht hat es das Gulli gemeint. Wie gesagt, das tut dort man den Schülern anbieten, Klassenausflüge ins Impfzentrum. Dann hatte ich noch Litauen errichtet, Grenzzaun gegen illegale Einwanderer. Das litauische Parlament hat die Errichtung eines Grenzzaunes zum Nachbarland Weißrussland beschlossen, um die Migrantenströme von dort zu stoppen. Die Kosten für die neue Grenzanlage beliefen sich auf viele Millionen, meldet die Nachrichtenagentur AFP. Demnach kamen in diesem Jahr bereits 4000 illegale Einwanderer über Weißrussland nach Litauen. Rund 2800 davon stammen aus dem Irak. Im Vorjahr hatte es lediglich 81 illegale Einreisen über die weißrussische-litauische Grenze gegeben. Und deshalb hat Lettland den Ausnahmezustand ausgerufen. Ja, dann gab es noch eine Kurzmeldung zum Schluss von Gerhard Schröder, der sich in dem Falle durchaus mal vernünftig. Altdeutsche Altkanzler Schröder hat sich verärgert über die Abschaffung der berühmten VW-Currywurst in der Werkskantine des Wolfsburger Autobauers gezeigt. In dem Sinne hat er recht. Warum soll die Currywurst verschwinden? Ja,
Und eine kleine Kurzmeldung gab es ja beim Sommerinterview vom Mitteldeutschen Rundfunk von der ARD mit Björn Höcke. Und da hat man zu hören bekommen, dass der AfD-Chef Höcke durchaus offen für eine Kandidatur im Bundestag ist. Und zum Abschluss noch, bevor wir auf das Buch kommen, die AfD in Sachsen erwägt Verfassungsklage bei Nachteilen für Ungeimpfte. Die AfD im Sächsischen Landtag plant eine Verfassungsklage für den Fall, dass die neue Corona-Schutzverordnung im Freistaat Nachteile für Ungeimpfte mit sich bringt. AfD-Gesundheitsexperte Frank Schaufel bezog sich am Dienstag auf einen Beitrag der Leipziger Volkszeitung, wonach beim Erreichen bestimmter Grenzwerte Menschen ohne Schutzimpfung der Zutritt zu etwa Restaurants, Diskotheken, Hallenbädern oder Clubs verwehrt bleiben soll. Dies sei nichts anderes als die Einführung einer Impfpflicht durch die Hintertür, erklärte Schaufel von der AfD. Durch die vielen Nachteile wird der Druck auf Impfskeptiker massiv erhöht. Die AfD-Fraktion Sachsen lehnt die Ungleichbehandlung entschieden ab und plant eine Verfassungsbeschwerde gegen die Verletzung der Grundrechte. Die neue Corona-Schutzverordnung soll in der kommenden Woche vom Kabinett beschlossen werden. Noch von mir hinterher, das gilt bereits in Berlin. Auch Herr Müller hat getagt am Dienstag diese Woche, bereits ab Samstag diese Woche gelten diese Sachen auch schon wieder, diese 3G. Ab Freitag bereits für Friseure und alles körpernahe Dienstleistungen. Und bevor wir zum Buch kommen, der Tag der offenen Tür, hat man ja schon erzählt, fällt. Tag der offenen Tür der Bundesregierung fällt aus. Auch in diesem Sommer bleibt die Tür des Kanzleramtes und der einzelnen Ministerien für Bürger geschlossen. So, jetzt darf ich noch mal Christian. Immer Corona. Okay, dann fange ich mal langsam an. Also, ich wollte hier kurz das neue Buch vorstellen, das jetzt endlich erschienen ist. Das Buch Außengrün. Schön laut bitte, Christian. Ja, genau. Das Buch Außengrün, Innenrot, der unheimliche Aufstieg der Grünen, eine Streitschrift, in der es darum geht, was die Grünen alles in den letzten Jahrzehnten angerichtet haben und was sie noch anzurichten planen. Also, die Massenzuwanderung 2015 haben die Grünen ja natürlich bejubelt und werden jetzt wohl, wie eben berichtet wurde, an der nächsten schon arbeiten. Die Baerbock, naja, mit der als Kanzlerin wird es richtig schlimm werden. Die wird gleich alle Afghanen aufnehmen. Aber ich denke mal, zwischen den Laschet und die Baerbock passt eigentlich so gut wie kein Blatt. Eigentlich sind alle Altparteien auf Linie mit den Grünen und mit deren Politik. Also im Grunde macht es keinen Unterschied, wen man bei der Bundestagswahl wählt. Egal ob CDU, CSU, SPD, Grüne, Linke oder FDP. In dem Buch wird auch klar gezeigt, dass eigentlich lediglich die AfD sich den grünen Machenschaften entgegenstellt auf Bundesebene und auf Landesebene. Und es wurde ja vorhin erwähnt, die Currywurst, deren Abschaffung, das geht natürlich auch auf das Konto von grün-linken Fanatikern, die meinen, wir sollten uns alle schön vegetarisch ernähren. Ja, und genau das gleiche mit dem Gendern, ich sage nur Taliban. Ja. Wie gesagt, das Buch Außengrün, Innenrot von Christian Schwochert. Wenn Sie das schauen im Internet, werden Sie es finden. Der unheimliche Aufstieg der Grünen, eine Streitschrift. Es ist erschienen im Druffel und Winkel Verlag. Und das ist mit Sicherheit wieder wie deine anderen Sachen, die du ja schon gemacht hast, lesenswert. Empfehlung von uns. Man kann es wo unter anderem noch neben dem Verlag bestellen? Naja, in jeder Buchhandlung. Jede vernünftige Buchhandlung. Jede vernünftige Buchhandlung. Das sollte man betonen. Genau. Ja, damit haben wir es kurz, vielen Dank wie immer, haben wir es kurz vor 19 Uhr. Und ich sage nochmal, das war die 222. Wir haben es im Hintergrund, es leuchten die Glocken. Also die Glocken. Heidi weiß, was ich meine. Wie gesagt, nach einem verrückten Arzt haben wir heute auch mal ein Hintern einer Dame gesehen und noch viel mehr. Zum Glück bin ich weitsichtig oder nee, kurzsichtig, andersrum oder so. Ich darf mich recht herzlich bedanken. Und wie gesagt, die 222. war das heute. Besonders. Die bleibt uns in der Erinnerung, hoffentlich nicht als Albtraum. Also jetzt wegen der Dame dort.
das war's von uns für heute. Wir sehen uns wieder nächste Woche Mittwoch, denn zur 223. Versammlung mit einigen Überraschungen. Und nächste Woche Sondersitzung. Nur Sondersitzung. Nicht gegen voller Genau. Sondersitzung im Bundestag ab 12 Uhr. Und Frau Merkel ist auch wieder vor Ort. Und zum Abschluss überreiche ich wieder an die Roswitha, wie immer, die Nationalhymne. Herzlichen Dank von uns. Bis bald. Und jetzt singen wir wieder die deutsche Nationalhymne. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterfangen. Jawohl, recht herzlichen Dank, kommt gut nach Hause und nicht vergessen, wer Zeit hat und in der Nähe ist, am Sonntag Björn Höcke in Eberswalde. Herzlichen Dank, auf Wiederschauen. Wiedersehen. Ja, soweit unsere 222. Veranstaltung Merkel muss weg Mittwoch, wieder direkt vor dem Bundeskanzleramt. Ja, heute haben Sie einiges zu sehen bekommen. Jetzt ist ja eine Live-Übertragung und damit wird es ein bisschen schwierig, ob wir da noch einen Balken rüberlegen können, ist die Frage bei der Dame. Naja, also es ist ja Sommer, es ist ja noch warm. Soweit von uns für heute. Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Merkel muss weg Mittwoch. 18 Uhr direkt vor dem Bundeskanzleramt am 25. August. Und nächste Woche wieder mit etlichen Überraschungen. Ja, und liebe Facebook-Zuschauer, wegen der Übertragungsstörung und Übertragungsproblem können Sie es leider erst heute sehen, beziehungsweise jetzt, das Video liegt vor. Viele Grüße an Franz Wiese, der am Mittwoch bei der Sitzung des Kreistages war, und auch an alle anderen, egal wo Sie zugeschaut haben. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend, auf Wiederschauen, bis zum nächsten Mal bei Merkel muss weg Mittwoch, denn die 223. Veranstaltung, auf Wiederschauen. Und wie immer, patriotisch bleiben und Gesicht zeigen.